Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von City Skylines Chernobyl. Jetzt hängt das Programm schon wieder. Hallo. Ah, geht. Gut, also. Ja, wir haben Bedarf an Wohngebieten. Ich bin am Überlegen, ob wir das Industriegebiet hier nicht quasi nach oben verlegen sollen, hier ein bisschen Farming machen. Hier. In Ockholm. Und dann dafür da unten neues Wohngebiet machen, weil Wohngebiet brauchen wir gerade. So. Was wir dann auf jeden Fall machen müssen, ist hier die Müllgeschichte woanders hin tun. Machen wir hier mal eine Straße ab für. Bauen hier den Müll hin. In den Kirchenweg. Ist jetzt auch eher ungünstig. Der Name für die Straße. Wenn wir bedenken, dass da die Recyclingzentren jetzt hinkommen. Aber so. Müssen wir vielleicht eine zweite Buslinie machen für Schulbusse, die Leute, die hier wohnen, dann da oben hinbringt. So, also das haben wir schon mal. Haben wir hier sonst noch irgendwas, was hier nicht hingehört? Nicht wirklich, ne? Nee. Hier haben wir... Ach ja, das Busdepot. Das Busdepot können wir mal hier hin machen. Diese Seite, so. So, und dann machen wir hier... Ah, Quatsch. Löschen das erstmal. Dann können wir dieses Gebiet hier... können wir weiter als Industriegebiet nutzen. Dann... hier die Feuerwehr stellen wir hier hin. Und können hier vielleicht einen kleinen Park hinsetzen, damit das nicht sich so beißt hier. Oder vielleicht einfach nur Parkplätze. So, damit wir ein bisschen Spiel haben zum, was ist das hier, am Audeich? Am Audeich, ja. Naja. Passt ja sogar einigermaßen. So, dann, ja, genau, wollen wir hier mal, das ist natürlich jetzt alles noch verschmutzt, das Gebiet, das ist ein bisschen ungünstig. Wir könnten vielleicht aus der Wikingerstraße eine Brücke machen über die Hauptstraße rüber, für die Busse. Und was wir auch machen sollten, ist hier so hier eine District Style festzulegen. In Witzum. Okay. Und zwar machen wir wieder das Suburbia. So, und dann, weil abzusehen ist, dass sofort ein... Ach, das Blöde ist ja eigentlich, wenn ich hier jetzt...
Wenn ich hier jetzt das landwirtschaftliche Gebiet reintue, dann kommen die ja, müssen die ja hier durch die Hauptstraße die ganzen Trecker immer fahren. Das ist ja eigentlich eher ungünstig. Also machen wir vielleicht einen Weg hier hinten rum, einmal durch dieses Industriegebiet durch vielleicht, mit einer etwas breiteren Straße. So einer vielleicht. So, und dann quasi hier direkt zur Autobahn. So. Wie wäre das? Am Mühlenberg, okay. Und hier bauen wir dann einen Kreisverkehr hin, der groß genug ist, dass alle drei Straßen hier rein münden. Und da machen wir mal eine. So, ein Autobahnkreisverkehr. So. So, haben wir das hier. Zack. Und dann können wir die beiden. Auch in Autobahn umwandeln. Und das dann hier oben. Ist jetzt natürlich schade um den Stein hier oder das Wäldchen. Aber wo gehobelt wird, da fallen nun einmal auch Späne. So. Gehen wir hier mal einmal ganz durch. Ich glaube, es gibt eigentlich keinen Grund, warum das hier in die Hauptstraße münden sollte. Oder? Müssen die da rein? Die können eigentlich hier unten durch und dann im Zweifelsfall hier durch die Stadt. Was sie hier brauchen, sind Fußgängerwege. Mist. So, und hier vielleicht noch ein bisschen. Okay, auf der Seite, das reicht. Dann machen wir hier, ups, unsere Landwirtschaft hin. Ist dann auch gleich viel typischer. Und Wasser. So, dann haben wir hier einen Zebrastreifen. Das heißt, das ist ein natürliches Gebiet, wo wir unseren Fußweg einfügen können hier, der hier hinten hinführt. So, zack. Bin gespannt. Haben wir Sportplatz? Können wir hier irgendwo einen Sportplatz hinmachen?
könnten wir hier machen, ne? Na, kein Platz mehr. Dann halt hier auch nicht. Wenn ich noch irgendwo ein kleines Fußballfeld irgendwo. Hier, kleines. Ah, sehr gut, sehr gut. Das passt hier hin, würde ich mal sagen. Da machen wir eine kleine Seitenstraße, damit wir das so machen können. Und dann bauen wir vielleicht auf die andere Seite gleich noch einen Tennisplatz. So. In Babendörp. Am Fähranleger, naja, am Fähranleger. Andreas-Christiansen-Straße, Süderhörn, Westerheide, Boldiksumer Straße. So, da wollen wir mal gucken, ob das so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Oh ja, was wir auch machen wollten, ist hier eine Buslinie noch machen. Genau. So. Warte mal, wie machen wir das? Hier fangen wir an. Sammelt hier alle auf. Die brauchst du eigentlich nicht mitnehmen, aber hier kannst du mal. So. Dann meinetwegen hier. Und dann hier. So. 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 Oh Mann. Das ist eine ganz schöne Busstrecke. Wir können bei der Gelegenheit eigentlich gleich mal gucken, wie gut der erste Bus angenommen wird, der erste Schulbus. 50 Passagiere immerhin. Okay, und 2A-Buslinie wird auch ein Schulbus. Zufällig, okay. Gut. So. Naja, das muss ich größer bauen hier. Und wir brauchen doch noch eine Stromverbindung. Weil das hier nicht reicht. So. So. Jetzt sollte es aber reichen. Warum ist hier immer noch kein Strom? Ist doch genug Strom da. Jetzt, okay. Hat er nicht gezählt als verbunden, ne? Okay. So, dann wollen wir mal lieber hier auch noch mal eins rüberlegen, nur für den Fall. Und da ist unsere erste Landwirtschaft, sehr schön.
So, dann schauen wir mal, wie gut hier die Bildung aussieht. Also, wir haben eigentlich genug Plätze, aber irgendwie zählt er die nicht als gebildet, obwohl ich die mit den Schulbussen immer zur Schule transportiere. Keine Ahnung warum. Bei der Oberschule gilt das Gleiche, nur die hier. Also vielleicht sollte man die hier hinbauen, die ganzen Schulen. Das würde natürlich hier den Park ein bisschen kaputt reißen, den wir da gebaut haben, den Schulpark. Aber das wäre vielleicht die beste Idee, das hier so hinzubauen. Das wäre dann direkt in der Mitte von allem. Naja, wollen wir erstmal unseren Waldcampingplatz ein bisschen verbessern. Das können wir nämlich jetzt. Wir haben jetzt diese Aussichtsplattform. Die können wir mal in der Nähe der Burg bauen. Und einen fertigen Zeltplatz. Dann bauen wir hier mal an die Eingänge für die Leute, die nicht weit reinlaufen wollen. Die kriegen die. So, und dann haben wir auch schon wieder unsere Attraktivität erreicht, die wir zum Aufstieg brauchen. Jetzt müssen nur noch genug Leute diesen Wald frequentieren. Also im Grunde genommen hier. Dann müssen wir mal die alte Fabrik vielleicht irgendwo anders hinschieben. Zum Beispiel hier ins neue Industriegebiet. Sehr schön. Sind jede Menge Schulbusse unterwegs. Also ich habe keine Ahnung, warum die nicht gebildet werden, die Leute. Oh, was ist hier los? Kranke Bürger. Okay, ja, ist kein Wunder, ist Verschmutzung hier. Also vielleicht ist das immer noch zu nah dran. Machen wir das mal weg. Und bauen hier. Oh, wir können auch Altenheim und einen Friedhof jetzt bauen. Okay. Wir könnten hier einen Friedhof hinbauen, aber das ist fast ein bisschen zu groß hier. Krematorium, okay. Ist ja alles ein bisschen. Wir können hier das Deutsche Rote Kreuz hinbauen. So. Der anderen Seite diese kleine Klinik hier. Gut. Ja, Verkehr sieht immer noch ziemlich gut aus, aber wir haben hier so zwei rote Flecken. Vielleicht sollten wir hier Kreisverkehre reinbauen. Und wenn wir die Schulen wirklich verlegen wollen, dann vielleicht zwischen die zwei Kreisverkehre? Sind hier Läden, die wichtig sind? Eigentlich nicht wirklich. Also hier können wir zumindest schon mal einen Kreisverkehr machen, aber nicht mit Highway, sondern mit zweispurige, mit Bäumen oder Three Lane.
So. Graf-Spee-Straße nennt er die, okay. Ja. Soll am besten an dem Kreisverkehr keine Gebäude stehen hier. So. Oh, jetzt haben wir hier. Jetzt haben wir hier ein Nadelöhr. Geht doch. Jetzt ist hier oben noch ein zweites Verkehrsproblem. Hier läuft aber auch direkt der Fußweg rein. Da machen wir uns den Anschluss zu dem Fußweg kaputt, wenn wir hier einen Kreisverkehr hinbauen. Wird der überhaupt frequentiert, der Fußweg? Ja, laufen Leute längs. Die Stadt brennt? Was ist da los? Weil die Feuerwerk im Park machen. Oh je. Der Schulpark ist komplett abgebrannt. Das ist eher ungünstig. Vielleicht sollten wir ein Feuerwerksverbot machen oder sowas. Unendlich Spaß, kein Feuerwerk. Wo wir gerade dabei sind, hier machen wir auch kein Feuerwerk. Fällt mir eigentlich zu gut hier, dieses kleine Schuleck mit direkter Anbindung zur Hauptstraße und dem kleinen Park davor. So, schauen wir mal. Ist die Frage, ob die so viel durch den Wald gehen wollen, wenn sie hier. Aber hier ist ja auch noch. Hier ist ja auch noch fruchtbares Land. Also hier könnte ich sogar noch ein paar Felder hinmachen, eigentlich. Theoretisch. Oder hier vielleicht sogar so ein bisschen Forstwirtschaft. Das Problem ist nur, ich habe zu wenig Wohngebiete. Und hier passen bald keine mehr hin, wenn ich nicht. Alles zumanschen will mit Wohngebieten. Ich meine, hier könnte man noch ein bisschen hinbauen. Ist sogar in der Nähe der Schule. Das wäre sogar ein bisschen sinnvoll. Also bauen wir hier einfach noch ein bisschen was hin. So. Okay.
Ein bisschen sehr in Hauptstraßennähe, ne? Die Königsberger Straße, okay. Aber da müssen die dann mit klarkommen. Oh, der GameStop brennt. Nicht mehr. Sehr gut. So, haben wir sonst noch irgendwas, was wir bauen müssen? Kino? Kino können wir hier in die Innenstadt bauen. Am besten hier, wo die beiden Straßen sich treffen. Das ist dieser Comedy Club, okay. Steuerbehörde können wir hier hinbauen. Oh, haben wir zu wenig Wasser? Oh ja, wird bald ein bisschen knapp hier mit dem Wasser. Bauen wir eine zweite Pumpe. Und vielleicht eine zweite Abwasserpumpe. Ach, das war verkehrt. Jetzt habe ich die beiden historischen Häuser aus Versehen abgerissen. Wow. Oha. Ein Feld brennt. Oh, die Feuerwehr ist schon da. Löscht den Scheiß. Okay. So, also wo bauen wir jetzt das nächste Wohngebiet hin? Wir könnten das hier nach Süden ein bisschen verlängern, aber... Also wenn wir hier schon komplett alles Park haben, dann müssen wir hier unten eigentlich irgendwann Forstwirtschaft machen. Das könnten wir vielleicht hier vom Kreisel aus, könnten wir hier rausgehen, dann machen wir hier ein bisschen Wohngebiet noch. Und hier fangen wir dann an mit, wenn wir den nächsten Industriebedarf haben, mit Forstwirtschaft. Wie ist das? Jo. Klingt doch gut. So, gucken wir mal. So, schauen wir mal. Das ist Laurine Hansenweg. Okay. So. Dann schauen wir mal nach einem Wohngebiet. So. So, hier bauen wir wieder so was Schnörkeliges hin.
wieder so ein. Und auf dieser Seite einfach so runter. Gut, dann brauchen wir wieder ein Distrikt. Alkersum. Und ich weiß schon, was ich hier mache. Hier mache ich so ein, weil wir hier die beiden umweltfreundlichen Industrien hinpacken, also umweltfreundlicheren, muss man ja sagen, Industrien packen, machen wir das hier zu einem Niedrigenergie. So, Niedrigenergie Hauszone. Hier bauen wir dann die Ökoläden dazu. Cool. Natürlich brauchen wir da auch wieder Strom. Das müssen wir sowieso dann ausweiten, dass das auch auf die Hauptstraße geht hier. So. So, dann können wir hier, was wir brauchen, an öffentliche Bibliothek ist nie verkehrt. Die packen wir hier in die Mitte. Dann eine freie Schule, also quasi so eine Waldorfschule, und ein, was wir mal als Waldorf-Gymnasium bezeichnen. Eigentlich ist unsere Schulkapazität groß genug, aber wir bauen das hier einfach mal hin, damit die Leute nicht mit dem Bus abgeholt werden müssen hier. So. Die sind jetzt natürlich nicht mit dem Park verbunden. Das heißt, hier werde ich wohl den einen oder anderen kleinen Park reinbauen müssen. So, was haben wir denn hier? Offizieller Park. Klingt doch nach genau dem Richtigen hier. Die grüne Lunge. Packen wir hier außen hin, das ist ja auch ein bisschen im Freien, das passt schon. Funeral Hall. Hier so ein Tor. Kaufland, Hypermarket. Saturn. Können hier einen Saturn hinbauen. Zack. So. Ist das hier Volkswagen Car Dealership? Meinetwegen. Ja, sieht gut aus. Wow, jetzt ist da schon ein Gebäude abgebrannt hier. Das ist ja furchtbar. Dann können wir da am besten, ich würde sagen, mal eine Feuerwehr hinstellen. So, wie wäre das? Und eventuell auch gleich wieder eine kleine Polizei. Hier.
So, dann würde ich sagen, war es das wieder für heute. Und wie gesagt, like das Video, kommentiert, subscribed, macht, was ihr wollt. Und ja, wenn euch das generelle Konzept meiner Agewasen-Brauerei hier interessiert, dann schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Ja, werden wir weitermachen mit Tönnebüll. Okay, bis dann und tschüss.